Gut, so, ich habe jetzt 12 Uhr, deswegen fange ich jetzt an. Herzlich willkommen zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts im Sommersemester. Ich bin Andreas Fruns und Frau Deweis und Frau Cetic, die sitzen da hinten, so etwas abseits. Was haben wir heute vor? Ich sage am Anfang kurz, ob Sie wieder gehen dürfen, also ob Sie überhaupt zur Zielgruppe der Lehrveranstaltung gehören. Und dann gibt es aber direkt auch inhaltliche Blöcke. Wir waren ja leider letzte Woche alle drei, beziehungsweise das ganze Institut, gar nicht da. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Stoff geben, weil wir gar nicht so viele Termine haben. Da gibt es erstmal eine Übungsphase, da sind Sie selber aktiv. Und dann gibt es auch so einen kleinen Vorlesungsteil. Wie gesagt, diese Vorlesungsteile, die nehme ich dann auch immer auf, sodass Sie sich das gegebenenfalls auch nochmal angucken könnten. Das ist dann aber nicht zu verwechseln mit den Teilen, die ich wirklich auslagere. Dazu sage ich aber dann nachher, was hier bei Organisatorisches 2 alles andere. Wir sehen immer zu, dass wir so ziemlich genau um 14 Uhr fertig werden, weil betrifft, glaube ich, einige Leute, die dann lineare Algebra 2 bei Herrn Mohre sich anhören wollen. Und das beginnt, wenn ich das richtig sehe, auch um 14 Uhr oder um 14.15 Uhr. So. Gut, das hätten wir alles schon erzählt. Also auf jeden Fall richtig sind Sie hier, wenn Sie in diesem neuen Bachelor Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung mit Unterrichtsfach Mathematik eingeschrieben sind, egal ob Version 2015 oder Version 2017. Empfohlen ist das laut Studienplan für das vierte Fachsemester. Man kann das aber auch im zweiten Fachsemester hören, weil es hat quasi keine Voraussetzungen inhaltlicher Art. Also gut, Mathe-Matura sollten Sie irgendwann mal bestanden haben, sonst, aber gut, sonst wären Sie ja eigentlich auch nicht hier. Bisschen aufpassen müssen halt diejenigen, die vielleicht die Steh-Op noch nicht absolviert haben und in der Studienplanvariante 2017 drin sind. Sie müssten nämlich ein bisschen aufpassen, dass Sie dann im Sommersemester ja insgesamt nicht mehr als 22 ECTS erwerben dürfen, bevor Sie die Steh-Op abschließen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel im Mai bei Herrn Kaduns noch die elementare diskrete Mathematik schreiben, dann haben wir ja deutlich später, also erst im Juni, die Prüfung. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann zählen diese ECTS da nicht rein. So, das ist hier eine VU, also Vorlesung mit integrierten Übungen. Das wird auch immer so sein, dass man jetzt nicht sagen kann, bei jetzt Schulmathematik, lineare Algebra, machen wir das normalerweise getrennt. Da gibt es immer einen Vorlesungstermin, da muss man nicht unbedingt kommen und dann gibt es einen Übungstermin. Das bietet sich hier nicht so an. Hier wird das eher so sein, dass es in jeder Sitzung in der Regel einen eher kürzeren Vortragsteil und einen längeren Übungsteil gibt. Und ein Drittel des Vorlesungsanteils habe ich ja dann auch noch ausgelagert in diese Videos. Gut, und das ist halt 75% anwesenheitspflichtig, also dürfen Sie so allermaximalstens an 4 Terminen von den 12 fehlen. So, die Frau Deweis guckt schon streng, weil 75% eigentlich 3 Sitzungen sind, also 3 Sitzungen ohne Entschuldigung, die vierte Sitzung dann nur mit Entschuldigung. Diplomstudiengang Lehramt an höheren Schulen mit Unterrichtsfach Mathematik, das mag es auch noch geben, die Frau zum Beispiel ist das, glaube ich. Die müssen jetzt dringend zusehen, dass das dieses Semester bestehen, weil sonst können sie ihr Studium in dem Studiengang nicht mehr abschließen. Da habe ich folgende Regelung, das haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht. Bei Ihnen war das getrennt in PS und VO. Das ist jetzt schwierig, dass ich sage, Sie kommen nur zur VO oder Sie sind nicht anwesenheitspflichtig, weil das irgendwie nicht funktioniert. Deswegen sage ich, okay, für Sie gelten ansonsten dieselben Bedingungen, aber wenn Sie das PS zum Beispiel schon haben, da die Note und so weiter, dann rechnen wir die an und Sie müssen dann diese Hausübungen zum Beispiel nicht machen, die die anderen als Übungsteil haben. Und das ist quasi das Angebot. Wenn Sie nichts haben, ist eh egal, dann müssen Sie sowieso Vorlesungsprüfung und PS-Prüfung machen. So, und dann, das kommt meines Wissens nicht vor, kann man das natürlich auch als freies Wahlfach belegen in allen anderen Studiengängen. Da dürfen Sie ja 5 bis 10 Stunden je nach Studiengang frei aus dem Lehrangebot sämtlicher österreichischer Universitäten und pädagogischen Hochschulen sich Lehrveranstaltungen aussuchen.
rhythmische Sportgymnastik oder sowas. Dann kommen wir auch schon zu dem inhaltlichen Teil. In der Lehrveranstaltung, Grundfragen des Mathematikunterrichts, da gehört ja auch immer so ein bisschen das Methodische dazu. Hier werden wir das im Wesentlichen so machen, dass an vielen Stellen wir mal so Unterrichts- oder auch kleinere Forschungs- und Evaluationsmethoden an uns selbst ausprobieren. Also es gibt da mal einen Expertenpuzzle oder sowas. Und heute ist das halt die Methode Gruppeninterview. Die Beschreibung habe ich mir von der Kollegin Schneider bzw. der Kollegin Plunger geklaut. Also das steht jetzt, glaube ich, ausnahmsweise keine Quellenannahme drunter, obwohl ich da normalerweise extrem pingelig bin. Also worum geht es bei der Methode Gruppeninterview? Wir haben ja jetzt zwei Räume. Bei der Gelegenheit kann ich das auch noch erklären. Für die Übungsphasen werden wir das normalerweise dann immer halbieren, beziehungsweise zwei Dritteln, ein Drittel, weil das mit den Räumen halt besser passt. Und wir sind dann eben zu dritt da und können sie sehr intensiv coachen in den Übungsphasen. Und dafür haben wir dann auch den zweiten Raum noch da vorne. Es geht halt immer ein Drittel dann vorne in den Raum und die anderen zwei Drittel sind dann hier und zwei von uns sind halt hier und eine Person ist da hinten. Und da werden sie jetzt in Gruppen zusammensitzen. Jetzt so ist das alles ein bisschen gedrängt. Da müssen dann halt zwei Tische ungefähr raus und rüber gehen. Wer das ist, gucken wir dann gleich. Und da geht es um eine, wie der Name schon sagt, gemeinsame Befragung von Personen. Jetzt steht hier hinter, die aber als Individuen im Vordergrund stehen. Und ja, was auch immer das heißen soll. Auf jeden Fall soll jeder von Ihnen zu Wort kommen. Das ist vielleicht der Vorteil gegenüber, wenn wir hier plenar diskutieren würden. Also es geht beim Gruppeninterview um Gruppen. Wie verblüffend. Jetzt wird es noch verblüffender. Gruppendiskussionen, was interessiert da? Naja, es kann interessieren die Gruppenmeinung, also darauf, ob sie sich auf etwas einigen können zu den Fragen. Es kann aber auch darum gehen, worüber sie sich nicht einigen können. Und es könnte theoretisch auch um den Prozess gehen, also wie kommen eigentlich solche Gruppen zu ihrem Ergebnis. Das gilt als etwas offenere Form, verglichen mit anderen Arten des Interviews. Jetzt wäre so das nächst geschlossenere, wäre dann meinetwegen das leitfadengestützte Interview. Da hat man so Fragen drinstehen, aber auch Optionen, wo man dann sagen kann, okay, wenn der das sagt, frage ich da jetzt nicht weiter. Und dann gibt es noch das vollstandardisierte Interview. Das ist im Grunde genommen so, mich hat zum Beispiel mal jemand angerufen und gesagt, wir sind von der Arbeiterkammer und wir machen eine Studie unter Migranten, wie die in Österreich so aufgenommen werden. Und dann ist sie so mehrere Fragen abgegangen und das war relativ skurril, weil dann werden sie manchmal wegen ihrer Sprache diskriminiert. Und so Sachen fragen die dann, weil man merkt, okay, das ist jetzt nicht für Deutschmuttersprachler gedacht, das Interview. Aber sie haben mich halt auch interviewt und ich habe das dann alles brav beantwortet. Aber das war so ein bisschen künstlich, weil das ist wie, wenn Sie einen Fragebogen ausfüllen, die geht halt haargenau die Fragen nach. Egal wie schwachsinnig oder nicht, werden Sie wegen Ihres Aussehens irgendwie diskriminiert. Auch nicht wirklich gut möglich, weil ja nicht offen erkennbar ist, dass ich kein Österreicher bin. So, dann die Anonymität ist natürlich nicht gewahrt gegenüber Ihren Gesprächspartnern, die damit am Tisch sitzen, aber es ist natürlich sehr leicht möglich, wenn man das nicht gerade auf Video aufnimmt, das dann so zu transkribieren, dass das anonymisiert ist. Gut, worum wird es jetzt im Folgenden gehen? Jetzt steht hier gerade 15 Minuten Zeit, obwohl wir 10 Minuten gesagt haben, aber 15 Minuten passt vielleicht auch. Wir werden Ihnen drei Fragen stellen und weil das ja alles, gut, so funktioniert das dann. In dieser Runde wird immer einer der Interviewer sein, also der muss dann quasi nachfragen und so ein bisschen die Diskussion leiten. Es gibt drei Runden und in mindestens einer Runde kommt aber immer einer von uns dazu und macht quasi den Interviewer und hört ein bisschen zu. In den anderen zwei Runden können Sie dann ablästern, da sind wir nicht dabei. Stimmt nicht ganz, weil wir geben Ihnen auch ein Tonbandgerät und Sie zeichnen das auf, weil das die Inhalte davon dann auch unter Umständen wieder Teil einer Hausübung sein könnten, sich das nochmal anzuhören und nach gewissen Dingen auszuwerten. Und die letzte 3 bis 5 Minuten in jeder Phase, so jetzt kommt das Hippe, ja, da sollten Sie dann Ihr Gruppenergebnis in Form von je 3 Tweets aufschreiben, also maximal 140 Zeichen, obwohl das mittlerweile nicht mehr stimmt, das weiß ich.
bei Twitter kann man jetzt auch länger labern, sollten Sie das aufschreiben auf so eine Karte drauf. Also Sie kriegen pro Runde 3 Karten, da können Sie 3 Meinungen zu kundtun. Jetzt müssen Sie noch wissen, wozu sollen Sie sich überhaupt äußern. Also mitschreiben, ne? Mathematikunterricht. Da sehen Sie mal, wie das noch klappt am Anfang des Semesters. Und mit Krawatte hat man noch Autorität. Also, was ist guter Mathematikunterricht? Darüber sollen Sie in der ersten Runde diskutieren. Und dann sollten Sie sich in diesen letzten 3 bis 5 Minuten auf 3 Merkmale einigen. Das ist die erste Runde. Die zweite Runde, Mathematik-Lehrperson. Da sollten Sie sich überlegen, was für Sie die 3 wichtigsten Eigenschaften, beziehungsweise, wenn Ihnen das zu Personen bezogen ist, Qualifikationen, also was soll so Mathematik-Lehrperson, was soll die können, darauf einigen, die eine gute Mathematik-Lehrperson haben sollte. So, und dann hier Hashtag 3, da ist das so ein bisschen nochmal unterteilt in 3 Teilfragen. Da ist es dann sinnvoll, dass quasi jeder dieser 3 Kärtchen, die Sie ausfüllen, beziehungsweise dieser Tweets, dann sich bezieht auf eine der 3 Teilfragen. Die meisten von Ihnen, bis auf endlich viele Ausnahmen, sind ja noch relativ jung im Studium. Sie haben also vielleicht noch Hoffnungen. Also was erhoffen Sie sich vom Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Mathematik? Denn die Älteren wahrscheinlich, dass sie fertig werden, aber die anderen haben ja vielleicht noch andere Dinge, die sie sich erwarten vom Lehramtsstudium im Fach Mathematik. Dann zweitens, für die meisten ist das wahrscheinlich die erste, bei einigen weiß ich es, die zweite Lehrveranstaltung in dem Bereich Mathematikdidaktik. Für die meisten aber die erste. Haben Sie da irgendwelche Erwartungen, was man in der Mathematikdidaktik lernen können sollte? Und dann dürfen Sie das noch weiter spezifizieren. Was denken Sie denn, sollte man in den Grundfragen, also in dieser Lehrveranstaltung der Mathematikdidaktik, lernen? So, da dürfen Sie auch zu jedem ein Kärtchen. Ich würde hier sagen, wenn Sie sagen, ich habe keine Hoffnung mehr, das Lehramtsstudium, dann können Sie auch 2 Karten, also können Sie hier auch mal 2 Karten zu einem der anderen Fragen nehmen. Das wäre mir dann letzten Endes egal. Gut. So, jetzt ganz wichtig, ne, immer Tipps aus der Praxis. Wenn Sie später im Unterricht Arbeitsaufträge ausgeben, auch immer versichern, dass alle, die mitgeschrieben haben, haben Sie die auch alle mitgeschrieben. Sieht gut aus und jetzt ist das verstanden, was Sie tun sollen? Gut. Gut, dann schauen wir wenigstens kurz auf die Plakate. Also Mathematikunterricht, was haben wir da im Angebot? Mathematik muss verstanden werden, das finde ich gut, ja. Also das schadet sicher nicht, dass der Mathematikunterricht irgendwie verständlich ist. Ich hab das jetzt hier vorsortiert, also wenn Sie selber mal sowas in der Schule machen. Normalerweise lässt man die Schüler das selber anheften und sagt ihnen dann direkt, die sollen das möglichst so anheften, dass Dinge, die sie meinen, die eng zusammengehören, auch eng zusammengeheftet werden. Und Dinge, wo man meint, die haben jetzt weniger miteinander zu tun, möglichst weit auseinander sind. So, hier hängen jetzt so immer die etwas inhaltlicheren Dinge. Da haben wir hier auch, das kommt eigentlich auch immer, sowas wie Anwendungsorientierung oder Anwendungsbeispiele, beziehungsweise hier steht es dann mit Realitätsbezug oder hier steht praxisorientiert. Das geht so, würde ich mal meinen, in eine sehr ähnliche Richtung. Dann so etwas abgesetzt habe ich kompetenzorientiert. Wenn Sie mich letzten Mittwoch gehört hätten, wüssten Sie, dass ich nicht der größte Fan des Begriffs Kompetenz bin. Aber da hat halt schon jemand schon hier bei den Bildungswissenschaften was gehört. Das merkt man auch hier. Also da gehe ich mal davon aus, ne, dass Struktur, so gehäuft habe ich das eigentlich noch nie gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, also quasi in jeder Gruppe, kommt irgendwas mit Struktur, strukturierter Unterrichtsablauf, Struktur und inhaltliche Klarheit. Da würde ja fast vermuten, dass schon einer was von Hetty gehört hat. Sonst kommt man ja nicht auf so einen Begriff. Also das ist das, wo Sie sich am einigsten sind. Und genauso einig sind Sie sich irgendwie bei den Unterrichtsmethoden. Das haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5,
sechsmal und einmal sehr ähnlich interaktiv und aktivierend. Das dürfte was sehr Ähnliches sein. Und hier dann haben wir noch zweimal sowas leistungsspezifische Aufgabensetzung und auf gute sowie schlechte Schüler eingehen, Differenzierung. Wobei Differenzierung habe ich den Leuten verraten, dass das so heißt. Ne? Also das ist hier so in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen heißt das dann auch Differenzierung, Inklusion, Heterogenität, Diversität. Ja, das, also das, wo Sie ja sogar so einen gewissen Schwerpunkt im Studium dann haben sollen. Natürlich gehen wir auf viele von den Dingen, werden wir eingehen. Nicht auf alle, zum Beispiel gewisse Dinge, die sich auf Unterrichtsmethoden beziehen, sind ja gar nicht spezifisch auf das Fach. Also die sind eher so, dass man sagen kann, da sollten die Leute die Bildungswissenschaften eigentlich ein bisschen was dazu erzählen. Wir haben aber einen Abschnitt, wo es auch dann darum gehen muss, insbesondere stand hier, oder habe ich jedenfalls mitgehört auch irgendwo, dass man sagt, die Methoden müssten auch zum Inhalt passen. Und insofern ist das dann schon ein Thema für uns. Ähnlich mit der Strukturierung, dazu sagen wir natürlich auch was. Also wie kann Unterricht aufgebaut werden? Differenzierung müssen wir mal sehen, habe ich letztes Jahr gemacht. Ist zeitlich ein bisschen eng, wird dann aber ein gewisser Schwerpunkt in den pädagogisch-praktischen Studien 2. Also spätestens da in der Begleitlehrveranstaltung hören Sie was dazu. Und dieses hier, Mathematik verstehen und Anwendungsorientierung, kommt definitiv beides in der Lehrveranstaltung relativ prominent vor. So, und jetzt gucken wir mal hier gelb, was muss der Lehrer können? Der Klassiker ist eigentlich immer erklären. Schauen wir mal, Erklärungsvielfalt, altersgerechte Erklärung. Ist weniger geworden, also da scheint auch eine gewisse Indoktrination schon der Bildungswissenschaften stattgefunden zu haben. Normalerweise sagt man, was ist das Wichtigste am Mathematiklehrer? Der kann gut erklären. Da sagt Ihnen eigentlich jeder, witzig, dass das dann hier nur zweimal auftaucht, das kann schon fast nicht normal sein. Individuelles Fördern taucht hier zweimal auf, wenn ich das richtig sehe. Fachliche Begeisterung und hier unten die Rammstein-Fans für das Fach brennen. Ja, das halte ich ja für eher ein bisschen gefährlich. Aber Begeisterung für Mathematik soll der Lehrer scheinbar, dann ist hier nochmal wieder die Klarheit, Gefühl für den Stoff. Auftreten, ja, ist auch wichtig, streng, aber sympathisch. So. Geduld, respektvoller Umfang, Geduld, Ruhe bewahren. Naja, da fragen Sie mal die Leute, ob das bei mir immer stimmt. Eher nicht. Offenheit für neue Lehrmethoden, hier nochmal Offenheit. Hier haben wir nochmal erklären, da steht nur vermitteln. Das habe ich vorhin übersehen. Gute Fachausbildung und pädagogische Ausbildung, natürlich kriegen Sie ja in Klagenfurt. Okay, und hier nochmal die Fachkompetenz. Das ist auch schön, der Lehrer soll auch was vom Fach verstehen. Da freut man sich als Mathedidaktiker, dass das auch eine Rolle spielt. Gut, und dann gucken wir nochmal auf das Orangene, was Sie noch für Hoffnungen haben. So, rundum Vorbereitung auf den Beruf. Das sind Leute im zweiten Semester, würde ich sagen. Dann erwarten Sie, mit dem Studium zu wachsen. Also Sie sind ja auch noch jung. Gute fachliche und didaktische Vorbereitung auf den Lehrberuf, gute pädagogische und fachliche Ausbildung. So, und dann, das war das, wo ich die Leute beeinflusst habe und denen so erklärt habe, was eigentlich so das Modell hier der Ausbildung ist. Es gibt halt die Fachwissenschaft, also zum Beispiel Analysis 1 oder elementare diskrete Mathematik, da lernt man halt eher Fachwissen. Dann gibt es die Schulmathematik, da lernt man eher die Bezüge zwischen dem neu gelernten Fachwissen und dem, was dann Unterrichtsstoff ist, und die Didaktik und die Praktika, wo es wirklich stärker um das Gestalten und Verstehen von Mathematikunterricht geht. Und das wären die beiden hier. Erwartung, Fachwissen aneignen, das ist auch nicht schlecht. Wenn Sie das erwarten, da wird Ihnen nicht relativ viel angeboten. Und höheres Verständnis, das wollen wir alle hoffen. Und Vorbereitung für die Praxis, ja gut, wäre nicht schlecht, ist ja auch irgendwie eine Berufsausbildung. So, Didaktik ist zuständig für Aufbereitung und Vermittlung des Stoffs, lese ich hier. Die Vorbereitung für die erfolgreiche Abhaltung des Mathematikunterrichts. Nochmal Vorbereitung für den Beruf. Hier ist nochmal Unterrichtsplanung und Aufgabenausarbeitung. Da wird es sicher drum gehen. Wobei ich dann gleich auch noch ein bisschen was dazu sage. Sie haben ja nicht nur eine Didaktik-Lehrveranstaltung. Da ist natürlich eine gewisse Aufteilung dann zwischen den verschiedenen Fachdidaktikveranstaltungen. Methodenvielfalt kennen wir schon. Praxisvorbereitung hatten wir schon.
Hier kommt dann noch Gott sei Dank noch mal das Erklären, dass man Mathematik so erklärt bekommt, dass ich es verständlich erklären kann, damit der Schüler es dann auch verständlich erklären kann. Nein, das steht nicht mehr auf dem Zettel. Neue Methoden wollen Sie kennenlernen und Literatur. Das hier ist einer ganz geschickt. Grundfragen des Mathematikunterrichts, was erwarte ich? Aufwerfen der Grundfragen und ihre Klärung. Ja. Okay, Planung und Organisation von Unterricht steht hier, Blick auf Lehrplanung und Unterrichtsgestaltung. Das hat tatsächlich eine leitende Rolle hier für die Lehrveranstaltung. Grundzüge der Fachdidaktik kennenzulernen, ja, ist auch nicht schlecht, wobei so wahnsinnig hochwissenschaftlich setzen wir da jetzt nicht an. Also ist mein Eindruck, die Studenten sehen das dann immer anders. Und ein Interesse an der Mathematik soll vermittelt werden. Naja, vielleicht sollen Sie da lernen, wie man Interesse an der Mathematik vermittelt. Das Umgekehrte wäre ja eher die Aufgabe von Herrn Mohre und so. Dann Notensystem, ja, dazu könnte man was sagen, strukturiert den Unterricht, zuhören lernen. Da hatten wir vorne eine ganz interessante Diskussion. Also man muss nicht nur erklären lernen, man muss auch quasi lernen, wie hört man eigentlich, also was der Schüler schon verstanden hat, wie kriegt man das eigentlich raus, wie merkt man das und wie weiß man dann, wie man ihm weiterhilft. Ja, viele Erwartungen, mal sehen, was wir davon einhalten können. Ich trage das mal hier rüber. So, das ist jetzt auch nicht weg. Wie gesagt, da machen wir Fotos und das kommt dann auch später nochmal an anderer Stelle wieder. Wahrscheinlich nicht direkt in der ersten Übung, aber dann später irgendwann. So, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, wie es so schön heißt, und fragen uns, was ist Mathematikdidaktik? Also jetzt kommt der Vorlesungsteil. Sie müssen nichts mitschreiben, weil, wie gesagt, ich ja alles hier brav auf Audio aufnehme. Die Folien stehen eh schon im Moodle. Das wird auch immer so sein. Die Folien stelle ich immer vor der Sitzung schon rein. Dann könnten Sie sich die theoretisch, wenn Sie mögen, ausdrucken oder auf Ihren vielzähligen elektronischen Geräten mit in die Lehrveranstaltung nehmen und dann parallel gucken und müssen sich quasi nur Sachen notieren, wo Sie jetzt meinen, ah, das war jetzt irgendwie wesentlich und so, da sollte ich drauf achten. Ursprünglich heißt Didaktik Kunst des Lehrens. Jetzt wird das aber, also Didaktik ohne Mathematik dabei. Jetzt könnte man versuchen, das versucht sein zu meinen, Mathematikdidaktik heißt dann wahrscheinlich Kunst des Mathematiklehrens. Ne? In der Regel wird das aber breiter verstanden. Und da gibt es noch zwei Unterarten, wie man das verstehen kann. Traditionell, so bis in die 1970er Jahre herein, würde ich sagen, war Didaktik eher der Teil, in dem es um die Inhalte ging. Da steht hier Bildungslehre, Theorie der Bildungsinhalte. Also womit muss der Mensch sich beschäftigen, um gebildet zu werden und wie ist ein Lehrplan zu strukturieren. In Abgrenzung dann zu Methodik, wo es eigentlich darum um so Techniken und Verfahren und Möglichkeiten der Gestaltung geht, wie man den Leuten das beibringt. Heute ist das eher so, oder das hat sich dann gewandelt, dass Didaktik mittlerweile eher der Oberbegriff für beides ist. Also sowohl, was ist an den Inhalten lehrreich und welche Inhalte sollen deswegen in den Unterricht, das wäre eher der enge Begriff von Didaktik, als auch die methodische Frage, also wie geht das da jetzt in die Köpfe von den Kindern und Jugendlichen herein. Also schreibt hier auch der Kollege Lutz Führer, trotz des merkwürdigen Namens ein sehr netter Kollege. In einem weiteren Sinne kann man alle wissenschaftlichen Untersuchungen und Theorien, die sich auf Lehr- und Lehrprozesse und darüber hinaus jedwedes erziehende, bildende oder schulische Geschehen beziehen, als Gegenstand der Didaktik ansehen. Also Sie finden dann zum Beispiel auch in der Didaktik, in gewissen Didaktikuntersuchungen dazu, welchen Einfluss die Raumstruktur auf das Lernen von irgendwelchen Dingen hat, wo man jetzt eher klassischerweise nicht sagen würde, das wäre ein traditioneller Inhalt der Didaktik, aber zum Beispiel auch der soziale Hintergrund und so. Also gar nicht mal nur unbedingt Dinge, die jetzt direkt im Klassenzimmer passieren, müssen Gegenstand der Didaktik sein, sondern können auch ganz andere Dinge noch dazukommen. Das wäre so die weitere Definition. Ja, und jetzt, wenn Sie dann überall Mathematik noch einsetzen, würden Sie sagen, die sich auf mathematische Lehr- und Lernprozesse beziehen, dann haben Sie halt Mathematikdidaktik. So, man kann das auch noch anders formulieren. Das ist nochmal wieder Herr Führer, der hat das so relativ geschickt gemacht. Die Mathematikdidaktik sucht mit Blick auf Mathematikunterricht nach Antworten auf so eine Art Multifrage.
Sie kennen das ja vielleicht, dass man sich immer so W-Fragen stellen soll, wer was, und so ähnlich hat er das hier auch gemacht. Also es geht um die Frage, wer, Lehrer, Schüler, Eltern, soll was, jetzt zum Beispiel verstehen oder tun im Unterricht, mit wem, da geht es offenbar um die Frage, die Sie unter anderem mit der methodischen Gestaltung angesprochen haben, also in Gruppen oder in einem geleiteten Unterrichtsgespräch, wo der Lehrer die zentrale Rolle annimmt oder. Wie lange, wie intensiv und mit welcher Hilfe? Da geht es um diesen ganzen Bereich Differenzierung, den ich Ihnen ja auch schon angeboten hatte. Aber da geht es zum Beispiel auch um die Frage des Technologieeinsatzes, der ja auch einen gewissen Effekt hat. Soll man das überhaupt machen? Wofür soll man Technologie im Mathematikunterricht einsetzen und so weiter. Und dann schließlich um die Frage, zu welchem Zweck und warum. Also da geht es um die Frage, warum lernen die sollen die Leute überhaupt Mathematikunterricht bekommen? Von der Wiege bis zur Bahre, wollte ich schon sagen, aber sagen wir mal von der ersten bis zur letzten Schulklasse zumindest. Das war ja auch gar nicht immer so. Und es gibt da ja auch deutliche Unterschiede, je nachdem, in welcher Schulform sie später einmal unterrichtend tätig sein werden. Also da geht es um die Frage, wozu lernen die Leute das eigentlich? Was soll dabei rumkommen für sie selbst, für die Gesellschaft und so weiter? Gut, so jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt muss man dazu irgendwie zu Antworten kommen. Und zumindest dann, wenn man an der Universität als Fachdidaktiker tätig sein will, da muss man ja auch den anderen Leuten klar machen, dass das eine Wissenschaft ist, was man dann betreibt. Also wird es da wohl auch irgendwie Forschung geben im Bereich der Mathematikdidaktik? Und was gibt es da? Die erste Möglichkeit, Wissenschaft anzutäuschen, ist, man zitiert was Englischsprachiges. Also das habe ich dann ja auch mal direkt umgesetzt. Ein Text von dem sehr bekannten Herrn Schönfeld. Research in Mathematics Education has two main purposes, one pure and one applied. So, da können Sie jetzt eigentlich Mathematics Education durch alles andere ersetzen. Aber das gibt es eigentlich immer in jeder Wissenschaft. In jeder Wissenschaft gibt es reine Forschung, also Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Ja, Philosophie und Wissenschaftstheorie, das sind vielleicht die Bereiche, wo man sich... Aber es gibt auch angewandte Wissenschaftstheorie. So, aber was heißt das in der Mathematikdidaktik? Dass das so ist, ist erstmal nicht verblüffend. Wobei einige sagen würden, warum gibt es da überhaupt Grundlagenforschung? Die sollen uns ja beibringen, wie man unterrichtet, und das wäre angewandte Forschung. Also, was sagt er, was ist die reine oder Grundlagenforschung in der Mathematikdidaktik? Da geht es darum, die Natur des mathematischen Denkens, Unterrichtens und Lernens zu verstehen. Also, man will erstmal was verstehen. Ich will verstehen, wie finden Menschen einen Zugang zum Grenzwertbegriff? Was sind die größten Hürden dabei, die Figurbegriffe in der Geometrie zu lernen? In welchen Altersgruppen kann ich eigentlich wie stark Abstraktion zulassen oder wie konkret muss ich in meinen Erklärungen bleiben? Das sind alles Fragen, wo es erstmal darum geht, gewisse Dinge zu verstehen. Oder auch, man könnte auch fragen, woran liegt das eigentlich, dass Mathematiklehrer so einen unheimlichen Drang zu Frontalunterricht haben? Das wäre dann noch gar keine Beurteilungsfrage oder so oder eine Frage, die darauf hinausläuft, was zu verändern, sondern als Mathematikdidaktiker muss ich natürlich auch erstmal versuchen zu verstehen, wo kommen die Dinge her. Es ist dann natürlich richtig, dass Sinn und Zweck des Ganzen, also dieses Verständnis, was man dann über das mathematische Denken, Lehren und Verstehen verstanden hat, das will man dann natürlich benutzen, um Mathematikunterricht zu verbessern. So, und für Sie ist natürlich die zweite Richtung interessanter, aber weil das hier an der Universität ist, muss man natürlich auch schon darauf eingehen, wo kommen die Sachen eigentlich her. Das soll ja auch nicht so sein, dass also ich predige Ihnen etwas und Sie legen dann am Ende des Semesters ein Glaubensbekenntnis ab. Ja, so wird Didaktik oft empfunden, aber natürlich ist auch mein Anspruch, dass Sie verstehen, warum ich die Dinge, die ich sage, für wichtig halte und dann aus eigener Überzeugung dazu kommen, dass Sie die auch für wichtig halten und nicht nur, weil ich so ein netter Kerl bin oder weil Sie unbedingt den Schein haben wollen. Also wäre das schon auch der Anspruch, dass Sie das verstehen, warum ich das will. Und dort, wo Sie anderer Meinung sind, gestehe ich Ihnen das auch völlig zu.
Natürlich darf man sich nichts vormachen. Es gibt dann trotzdem eine Prüfung und da müssen halt gewisse Dinge wissen. Das ist natürlich richtig, aber das ist überall so. Gut, wie stellt sich das so auf? Warum braucht man überhaupt Didaktik der Mathematik? Das ist ja immer so ein bisschen gefährlich. Also hier der Herr Wittmann zeichnet das so auf. Da sind so vier Flatschen außenrum und in der Mitte ist irgendwie die Mathematikdidaktik, also so eine Art Venn-Diagramm, wie man das auch sagt. Und dann jetzt kann man dann sagen, die Mathematikdidaktiker, das sind so Stümper, die machen nichts richtig, aber von allem ein bisschen was. Ist jetzt neu auch noch ein Text erschienen, der genau das behauptet. Also, aber man kann das auch andererseits anders sehen und kann sagen, das ist eigentlich, wenn man da drin arbeiten tritt, ein ganz interessanter interdisziplinärer Bereich. Da spielt viel aus anderen Bereichen rein. Und das wird auch in der Lehrveranstaltung so sein, dass wir in die Bereiche teilweise so ein bisschen reingucken. Zum Beispiel, wenn ich sage, wie lernen Kinder eigentlich Mathematik und welche Abstraktionsstufen kann ich da eigentlich wann zutrauen? Soll man erst darauf setzen, dass die Leute die Dinge gut verstanden haben und dann erst die Fertigkeiten trainieren? Oder soll man das lieber genau umgekehrt machen? Das sind so Fragen, die natürlich dann in die Lern- und Entwicklungspsychologie zum Beispiel reinspielen würden. So, dann wäre das auch nicht schlecht, wenn man jetzt Mathematikdidaktiker oder Mathematiklehrer sein will, dass man so ein bisschen Mathematik verstanden hat. Hat noch keinem geschadet, sagen wir mal so. Das sollte also oben stehen. Und natürlich gibt es auch sowas wie Pädagogik, allgemeine Didaktik. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Unterrichtsmethoden denke, habe ich ja auch gesagt, vieles ist da jetzt gar nicht super spezifisch für Mathematikunterricht. Die typische Frage für Mathematikdidaktiker wäre eher, was bringt das jetzt genau bei meinen Inhalten? Und da kann man natürlich sagen, okay, da gibt es vielleicht schon Unterschiede, wenn ich in so einer hochstrukturierten Wissensdomäne wie Mathematik bin, ist das vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt mit Schülern eher so Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen anstrebe, dann wird vielleicht die Art, wie ich da unterrichte, etwas anders aussehen in den eher gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Also hat das dann schon auch wieder sein eigenes. Und natürlich sollten so, das ist jetzt eher für mich wichtig als für Sie. Sie denken da die ganze Zeit dran. Es ist also auch immer ganz gut, dass der Mathematikdidaktiker so ein bisschen down to earth bleibt und sich überlegt, was passiert eigentlich in der Wirklichkeit. So, und jetzt kann man sagen, so, das Problem für den Didaktiker, der wird eigentlich von keinen in diesen äußeren Bereichen so richtig ernst genommen, weil die das alles spezieller machen. Und trotzdem kann man sagen, es gibt auch so, der muss eben auch an mehrere Dinge denken. Der darf eben nicht nur daran denken, woran die allgemeinen Pädagogen denken, sondern der muss dann auch noch denken, aber was heißt das jetzt für Mathematik? Und dadurch sitzt man da so etwas zwischen den Stühlen. So, womit beschäftigen sich so Mathematikdidaktik? Und das geht jetzt dann langsam auch auf ihr Studium zu. Natürlich geht es da um Mathematik als Lehr- und Lerninhalt, Arithmetik, Algebra, Analysis, Geometrie und Stochastik. Das ist allerdings dann eher der Gegenstand der jeweiligen Lehrveranstaltungen dazu. Sie haben ja in Ihrem Studium eine Didaktik der Geometrie, eine Didaktik der Arithmetik und Algebra und eine Didaktik der Stochastik. Also da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also so spezifische Fragen wie bringe ich den Leuten eigentlich gescheit bei, wie das mit diesen Zentralmaßen in der Statistik funktioniert, die finden dann natürlich in der Didaktik der Stochastik statt und nicht hier. Oder in der Didaktik der Geometrie haben wir uns zum Beispiel die Frage gestellt, welche Rolle spielt eigentlich Konstruieren? Das ist ja eine Tätigkeit, die es jetzt so außerhalb der Geometrie nicht so massiv gibt. Das kommt dann natürlich eher davor. Aber es gibt sowas, was sich mathematische Denk- und Arbeitsformen nennt. Das strukturiert fast alle Didaktik-Lehrveranstaltungen, zumindest alle, die von mir angeboten werden. Da geht es so um übergreifende Tätigkeiten, die in der Mathematik quasi von Anbeginn bis noch zu den forschenden Mathematikern eine wichtige Rolle spielen und wo man sagt, da muss man was von verstanden haben. Mathematik hat insbesondere eine spezifische Art, wie Begriffe gebildet werden, zum Beispiel relativ große Freiheiten, einfach mal was zu definieren, wo es dann ja auch immer ganz viele schlechte Witze über Mathematiker gibt, wo die irgendwas so komisch definieren und dadurch das Problem lösen, obwohl es gar nicht gelöst ist. Problem lösen, sagt man ja auch immer, die Mathematiker, das sind so Tüftler. Es gibt so ein Buch zur Philosophie der Mathematik, wo jemand behauptet, dass Mathematik ist eigentlich so eine spezielle Ausformung, so dieses Drangs des Menschen, sich selber Probleme zu stellen und die dann zu lösen.
Also die Leute, die so freiwillig Sudoku und so Rätselbücher anpacken, die sind auch gefährdet, Mathematiker zu werden. Und umgekehrt ist auch immer gesagt worden, wenn man Mathematik so richtig studiert hat, also technische Mathematik, die landen dann oft in Bereichen, wo die gar nicht so viel Mathematik machen, sondern eher so allgemein Dinge strukturieren und Probleme lösen. So, Algorithmik spielt natürlich eine große Rolle. Sie lernen relativ viele Verfahren kennen in der Schule, die nach geregelten, ja, die sehr geregelt ablaufen. Und da ist auch die Frage, wie lernt man das? Wie schafft man das, dass der Schüler da nicht immer den einen Algorithmus mit dem anderen verwechselt und merkt, dass da die Dinge auch Grenzen haben und sowas? Argumentieren und beweisen. Ja, aus Sicht der Studenten spielt das immer nicht so der Rolle, aus Sicht der Lehrenden in der Regel schon. Wobei es da auch um die Frage geht, was kann das eigentlich bedeuten, dass Schüler Dinge beweisen? Also offenbar nicht genau dasselbe, wie wenn Frau Kaltenbacher in der Analysis einen Beweis an die Tafel schreibt. Also was ist eigentlich ein vernünftiges Verständnis von Argumentieren, Begründen und Beweisen für die Schule? Anwendung und Modellbildung spielen eine wichtige Rolle und dann auch Darstellen und Kommunizieren steht da. In der Mathematik gibt es sehr oft verschiedene Arten, gewisse Dinge darzustellen. Denken Sie mal an Funktionen, Term, Tabelle, Graph und das Wechseln dazwischen und dieses Wechseln zwischen den Darstellungen und auch das Wechseln von sprachlichen Darstellungen in mathematische, dem wird auch eine sehr wichtige Rolle für das Mathematiklernen eingeräumt. So, und dann gibt es das, was hier Mathematik im Unterrichtsprozess steht, das ist eher so die methodische Ebene. Unterrichtsformen, das ist so die Klagenfurter Sprachvariante für Unterrichtsmethoden. Warum das da etwas anders heißt, das erkläre ich Ihnen dann am Ende der Lehrveranstaltung irgendwann mal. Die Frage, was sind eigentlich gute Aufgaben, beziehungsweise was sind gute Aufgaben für welche Zwecke? Das ist vielleicht ein anderer Zweck, ob ich was üben soll oder ob ich etwas neu kennenlernen soll. Also was sind für diese Zwecke gute Aufgaben? Welche Rolle spielen verschiedene Medien, Tafel, Overhead-Projektor, Ihre Stimme, Computer, Whiteboards, Internet, je nachdem, was Sie da denken. Diagnose und Leistungsbeurteilung und Individualisierung und Differenzierung, wobei man hierbei sagen muss, das ist teilweise in die jeweiligen PPS-Begleitseminare ausgelagert. Diagnose und Leistungsbeurteilung ist ein Schwerpunkt bei den pädagogisch-praktischen Studien Teil 3 und Individualisierung und Differenzierung ist ein gewisser Schwerpunkt bei den pädagogisch-praktischen Studien Teil 2. Deswegen teasern wir das quasi in dieser Lehrveranstaltung nur an und so richtig ordentlich ist das dann in den jeweiligen Begleitseminaren zu den PPS. Beziehungsweise sieht man auch, dass das hier dieses letzte, der unterste Punkt, der Bereich ist, wo es so am meisten Überschneidungen mit den Bildungswissenschaften gibt. Also hier bei Frau Kucher hören Sie eher nichts über Problemlösen und Argumentieren, aber sehr wahrscheinlich doch was über Diagnose und Leistungsbeurteilung. Ups. So, dafür erzählt Ihnen vielleicht Herr Kaduns auch schon was über Problemlösen in elementare diskrete Mathematik. Sollte er jedenfalls. So. Gut, was kann Mathematikdidaktik nicht leisten? Das ist auch ganz wichtig. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein. Ich sage Ihnen, was Sie hier nicht lernen, nämlich wie Sie Mathematik unterrichten. Sie lernen in der Lehrveranstaltung nicht Mathematik unterrichten. Ich würde sogar behaupten, Sie lernen in Ihrer ganzen Uni-Ausbildung nicht Mathematik unterrichten. Das klingt jetzt bitter, ist aber realistisch. Realistisch ist, dass Sie lernen, woran man alles denken sollte, wenn man Mathematik unterrichtet. Sie können auch lernen, wie man Mathematikunterricht planen kann. Sie können auch kleine Experimente durchführen in den Praktika, was beim Mathematikunterrichten alles so passiert. Aber die eigentliche Ausübung des Mathematiklehrberufs lernen Sie im Wesentlichen dann in der Praxis. Also Sie lernen hier, woran ist alles zu denken, wie kann man gewisse Dinge machen. Also Sie lernen hier, wie könnte ich Mathematik unterrichten, aber Sie lernen nicht Mathematik unterrichten. Wenn Sie andere Hoffnungen haben, kann ich Ihnen sagen, die werden relativ sicher enttäuscht werden. Das klingt jetzt hart, aber auf den nächsten Folien kommt jetzt auch so ein bisschen, warum das eigentlich so wohl so ist. Naja, wir haben ja jetzt hier nicht ständig 10 Kinder sitzen, denen wir beim Lernen zusehen und deren Lernen wir gestalten. Das heißt, wir gucken uns die Sachen notwendig theoretisch an. Wir tun ja nichts mit Schülern hier. Allenfalls bei den Unterrichtsmethoden benutzen wir die quasi indirekt auch auf so einer Metaebene.
ich zwinge sie mal immer mal wieder in so methodische Settings rein und dann erleben sie selber, wie gut oder wie schlecht eine gewisse Methode funktioniert. Und jetzt sagt der Herr Wittmann und der Herr Müller, die sagen, ja, sie kennen den Nutzen einer guten Theorie für die Praxis, kennen aber auch deren prinzipielle Grenzen. Ja, die Praxis, also das Mathematikunterricht, ist viel zu kompliziert, als dass man sie theoretisch vollständig vorwegnehmen könnte. Man weiß ja gar nicht, das liegt eben daran, dass man Menschen unterrichtet, ja, und keine Stahlbolzen oder so, wo man dann halt sagen kann, bei der und der Temperatur schmilzt der Schüler. Ja, das gibt es halt so in der Didaktik nicht. Da ist halt jeder doch ein bisschen anders und da können immer ganz viele Dinge passieren. Es gibt dann schon so typische Situationen, auf die man sie vorbereiten kann und wo man sagen kann, ah, da kann man so und so und so reagieren. Aber sie können nicht jede Situation der Praxis, wo sie mit Menschen arbeiten, vollständig vorwegnehmen. Und deswegen kann man auch nicht am Reißbrett unterrichten lernen. So, und da sagt Herr Wittmann auch, daher steht den Praktikern selbst das letzte Wort über ihre didaktischen Entscheidungen zu. Weil letzten Endes verantwortet immer der Mensch, der da vor Ort ist, sein Handeln. Und da können sie dann nicht sagen, aber vor 20 Jahren hat mir Herr Fohns gesagt, ich soll das so und so machen. Da sagen die Eltern, das ist mir egal, aber sie haben den Mist hier verbockt. Ja. So, okay. Jetzt kommt das, glaube ich, noch dreimal anders. Hier aus einem Skriptum der Kollegen Kaiser und Borromeo Ferri. Welches Wissen und Können sollen Sie ausbilden an der Universität? Auch heute ist man geneigt, dies mit Blick auf den praktischen Einsatz zu beantworten. Zu lernen ist, wie man Mathematikunterricht macht. Jetzt habe ich Ihnen gerade gesagt, das lernen wir hier nicht, sagen die dann natürlich auch. Aber genau das passiert an der Universität nicht, sondern etwas anderes. Sie sollen hier lernen, wie man Mathematikunterricht machen kann. Was dabei zu bedenken ist, welches die Motive sind, um so oder so Mathematik zu unterrichten. Wie man Mathematikunterricht tatsächlich macht, lernen Sie im Referendariat, beziehungsweise Sie nicht. Bei Ihnen heißt das Induktionsphase. Unterrichtspraktikum kommen Sie alle nicht mehr rein. Das gibt es nur noch dieses Wintersemester. Und der darauf folgende Berufspraxis. Und da würde ich sogar sagen, mit Schwerpunkt auf und der darauf folgende Berufspraxis. Da lernt man so richtig unterrichten. Denn dazu benötigen Sie wirkliche Schülerinnen und Schüler, ein Klassenzimmer und selbstgesteckte Ziele. Und jetzt mache ich Ihnen das Bild weg. So, jetzt kommt das wahrscheinlich nochmal. Na, also das soll uns erstmal reichen. Gut, wie strukturieren wir die Lehrveranstaltung? Ich stelle Ihnen jetzt mal drei Unterrichtsmodelle vor. Das erste ist dabei das Wichtigste. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist so das Einfachste im Grunde genommen auch. Hier Unterrichtsmodell nach E.A. Glaser, zitiert nach Wittmann. Wittmann gibt so ein Buch, das heißt auch Grundfragen des Mathematikunterrichts. Man sieht, das ist ein bisschen älter und war da schon die 6. Auflage. Erste Auflage so um 1970 rum. Also da war so die Vorstellung, am Anfang hat man mal Lernziele und Lerninhalte. Also ich will jetzt, dass die da hier integrieren und differenzieren lernen. Und dann hat man aber Voraussetzungen bei den Schülern, die muss man irgendwie berücksichtigen. Und man muss sich auch überlegen, wie aktiviert man die. Wenn man das geklärt hat, wählt man die Lehrverfahren aus, also Frontalunterricht und nichts anderes oder was auch immer Sie da gern stehen hätten. Und wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie sich noch überprüfen, wie der Lernfortschritt eigentlich aussieht und wie die Lernergebnisse sind. Das ist so eine sehr klare lineare Abfolge, wobei dann hier dann schon auch der Trick gemacht ist, man muss da dann auch noch mal immer wieder so ein bisschen zurückschauen durch diese Pfeile, die da nach hinten stehen. Gibt es aber mittlerweile auch Diskussionen, also gibt es schon länger Diskussionen, ob man wirklich sagen kann, man fängt immer bei den Lernzielen an und dann kommen die Voraussetzungen und dann geht das immer so weiter. Trotzdem nutzen wir das relativ stark zur Strukturierung der Lehrveranstaltung. Also am Anfang fangen wir mal an mit, was sind eigentlich Ziele für Unterricht, dann was sind eigentlich so typische Lernvoraussetzungen bei Schülern, die man beachten muss. Dann geht es eher um die Unterrichtsmethoden und zum Schluss geht es eher um die Frage, wie kann man eigentlich Leistung feststellen und sichern. So ist das ganz hilfreich, aber in der tatsächlichen Unterrichtsplanung, dass das immer so ein linearer Ablauf ist, kann man sich darüber streiten, ob das vernünftig ist. Sehr klassisch auch diese didaktischen Dreiecke. So früher, als die Bildungswissenschaften noch Erziehungswissenschaft hieß, da hat man das auch da gelernt. Ob man das heute noch lernt, weiß ich gar nicht. Aber das Klassische ist sicher dieses didaktische Dreieck, Lehrer-Schüler-Sache. Ja.
Da gibt es jetzt gibt's auch noch so einen didaktischen Tetraeder. Da ist noch, ich glaube, noch so eine Ecke Medien oder so dann da drauf gesetzt worden. Aber dann wird das aus der Tafel rauspieksen. Deswegen ist das dann nur das didaktische Dreieck. Und daneben so ein zweites: Inhalte, Ziele, Methoden. Und die deuten jetzt eher so an, wenn man jetzt Unterricht verstehen und gestalten will, muss man eigentlich immer diese drei Ecken mitbedenken. Und das interagiert so ein bisschen. Also man kann nicht sagen, erst die Ziele, dann die Inhalte festlegen, dann die Methoden, sondern zwischen diesen dreien gibt es so Wechselwirkungen. Deswegen sind da so schludrig überall so Doppelpfeile dazwischen gemalt. Und andererseits auch, wenn man Unterricht, also wenn ich jetzt Unterricht gestalten will, dann darf ich nicht nur an die Sache denken, sondern muss auch immer dran denken, dass es da ja handelnde Personen gibt, Lehrer und Schüler, mit ihren eigenen Einstellungen und so weiter und so fort. Und dann kann man auch wieder sagen, also wenn man jetzt mal guckt, so von der Durchführung und Beobachtung ist eigentlich das Obere das, was eher sichtbar ist. Von der Vorbereitung, Planung ist das zweite Dreieck eher so das, was zunächst mal im Vordergrund steht. So. Das wäre ein anderes Modell. Und dann hier, das darf auch nicht fehlen, die sogenannte Klagenfurter Schule. Bezeichnung stammt von mir. Das ist einfach nur die Sammelbezeichnung für so Kollegen, die sonst auch schon mal die Unterrichtsplanung und die früher hieß das noch Einführung in die Fachdidaktik gemacht haben. Die haben sogar 10 Elemente. Da habe ich mir gedacht, das ist zu viel. Für die Grundfragen reichen auch 4. Und da geht das so einen ganz klaren Algorithmus nach, wie der Unterricht geplant wird. Das brauchen wir aber in dieser Lehrveranstaltung eigentlich nicht. Das kommt dann vielleicht mal in die PPS. Aber ich dachte, ich nehme es mal rein, damit ich da sagen kann, die Folie habe ich auch gezeigt. So, gut. So, worum soll es denn eigentlich gehen? Ja, also Sie gucken ja sicher nie in dieses 600-seitige Curriculum. Aber wenn man so eine Lehrveranstaltung leitet, muss man das ja mal. Und dann kann man da gucken, es soll um grundlegende Fragen des Mathematikunterrichts gehen. Insbesondere Konzepte mathematischer Bildung, Lehrpläne, Prüfungs- und Leistungsbeurteilungsverordnung, Schulbücher und Lehr- und Lernbehelfe. Das musste ich in so einem österreichisch-deutsch-Wörterbuch nachgucken, weil ich gar nicht wusste, was ein Behelf ist. Aber das gibt es tatsächlich, das Wort. Ja, und dann Technologieeinsatz im Mathematikunterricht und Bildungsstandards und Zentralmatura. Da hört sich alles interessant an, aber wo sind da denn eigentlich die Fragen? Ein Schulbuch ist ja keine Frage. Medien sind ja, also wie benutze ich ein Schulbuch, ist vielleicht eine Frage. So, also ist ein bisschen schwierig mit den Grundfragen hier. Und dann gibt es ja, jetzt muss man ja auch immer, hier steht jetzt extra Lernen, na, es steht auch im Dings nicht Kompetenzen, sondern Lernergebnisse. Da steht, die Studierenden können Konzepte mathematischer Bildung bei der Analyse, Reflexion, bla bla bla, können Konzepte mathematischer Bildung zur Analyse und kritischen Reflexion von Unterrichtsmaterialien, bla bla bla, können fachbezogenes bildungstheoretisches Wissen zur kritischen Reflexion bildungstheoretischer Festlegungen, bla bla bla, und können fachbezogene bildungstheoretische Argumente angemessen zur Begründung, bla bla bla. So, das ist ein bisschen viel Bildungstheorie. Ne? Das sage ich jetzt als ausgewiesener Experte für mathematische Bildung. Da wird der Bildungsbegriff doch etwas überlastet, wenn man da in jede Zeile was mit mathematische Bildung reinschreibt. Oder man muss einen sehr breiten Begriff von Bildung haben. Also das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen setze ich da jetzt habe ich das für die Lehrveranstaltung einfach ausgetauscht. Und überall, wo Bildungstheorie stand, steht jetzt fachdidaktische Theorien und Modelle. Und dann kann ich mich da gut mit anfreunden, aber wir haben immer noch keine Grundfragen. So, und jetzt haben wir Fragen. So, die strukturieren die Lehrveranstaltung, wobei an einer Stelle werden Sie merken, das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen seitlich reingenagelt, damit das noch eine Frage ergibt. Was ist und soll Mathematikdidaktik? Das habe ich jetzt quasi schon erzählt, da können wir schon einen Haken hintermachen. Das wäre mal erste Grundfrage gewesen. Dann wird uns die nächsten zwei Sitzungen beschäftigen. Zu welchem Zweck und mit welchen Zielen sollen Kinder und Jugendliche Mathematik lernen? Das ist die Frage, wo es wirklich um Bildungstheorie geht, meiner Meinung nach. Also darauf muss Bildung oder Bildungstheorie eine Antwort geben. Dann, wie lernen Kinder und Jugendliche Mathematik und was bedeutet das für den Unterricht? Da geht es stark um diese Lernvoraussetzungen. Da gucken wir so ein bisschen in die Lernpsychologie rein, verschiedene Theorien und Prinzipien der Unterrichtsgestaltung, die daraus folgen und die man dann anwenden kann, wenn man
Aufgaben vorbereitet und so. Wie hatten Sie das geschrieben, wenn das halt altersangemessen und verstehensförderlich angeboten werden soll? Dann jetzt kommt die Frage, wo das so ein bisschen reingestrickt ist. Woran kann ich mich bei der Planung und Durchführung von Unterricht sonst noch orientieren? Ja, da sehen Sie schon, mir ist nicht wirklich ein guter Oberbegriff eingefallen. Sonst noch ist ja doch etwas geschludert. Also da geht es um didaktische Prinzipien, die folgen aber sehr stark aus diesem zweiten Punkt. Dann kommen diese Grundformen mathematischen Arbeitens rein. Das hatten wir gerade schon auf 3 Folien weiter vorne oder so. Hier argumentieren, begründen und so weiter. Dann Unterrichtsformen, das ist das, wo Sie an Methoden denken. Lernbehelfe, dann verrate ich Ihnen auch, was das sind. Das ist sowas wie Schulbücher und alle möglichen Unterrichtsmedien, die Sie einsetzen können. So, und dann letzte Phase, woran kann und soll der Erfolg vom Mathematikunterricht festgemacht werden? Da geht es einerseits um Assessments, das sind so Leistungsüberprüfungen, wo sie vielleicht auch gar nicht die Hauptrolle spielen, also so Dinge wie Standards und PISA, wo sie halt von externer Kontrolle in gewisser Weise betroffen sein können. Dann geht es um die Zentralmatura natürlich auch, weil sie wollen ja oder sie könnten ja theoretisch auch an der AHS oder BHS landen und da gibt es in der Regel Zentralmatura. Und dann allgemein zu den Dingen, die man zu Leistungsfeststellung und Beurteilung sagen kann, die jetzt spezifisch für Mathematikunterricht sind. Ne, auch da ist das natürlich so, dass es gewisse Dinge gibt, die einfach ganz allgemein geregelt sind und wo man dann im Sinne der universitären Arbeitsteilung auch sagen muss, ah, da traue ich jetzt mal dem Herrn Müller und der Frau Kucher und so weiter zu, dass sie Ihnen da schon was Gescheites zu erzählen werden, hoffentlich. Gut, dann die Leistungsanforderungen, das ist jetzt wichtig, wobei das auch in so einem Video drin ist, was Sie sich angucken könnten. Die Gesamtleistung ergibt sich als 3/5 Vorlesungsleistung und 2/5 Übungsleistung. Vorlesungsleistung wird ermittelt durch eine schriftliche, wobei da wahrscheinlich elektronische Prüfung stehen sollte. Also das denke ich, dass wir das dieses Semester auch wieder machen. Da setzen Sie sich dann in so einen Hörsaal und können die Antwort entweder anklicken oder was in den Rechner schreiben. Das hat für uns den Vorteil, dass das viel schneller ausgewertet ist und wir nicht mit ihrer Sauklaue rumkämpfen müssen. Deswegen machen wir das im Wesentlichen. Außerdem muss man in der Lehrveranstaltung keine mathematischen Formeln schreiben. Da kann man das dann auch ganz gut am Computer so machen. Da ist das kein zusätzliches Hindernis und wird eigentlich immer von beiden Seiten sehr begrüßt, weil das in der Regel auch dazu führt, dass es einfach viel schneller durchgesehen ist. So, und zusätzlich kommt jetzt rein, weil ich so Element rausgenommen habe, es wird 4-mal im Semester so ein etwa halb- bis dreiviertelstündiges Video geben, wo ich halt Dinge hier nicht live erzähle, sondern Sie sich angucken, wie ich zu Hause an meinem Küchentisch sitze und Ihnen das quasi erzähle. Aber ich sitze vor einem Greenscreen, also Sie sehen die Küche nicht. So, da gibt es noch die Übungsleistung. Das wird ein Portfolio sein, das funktioniert quasi in 2 Schritten. Es gibt 4-mal im Semester eine Hausübung. 3 sind ganz normale Hausübungen, die betreffen dann gerade das an Stoff, was so kurz vorher war oder kurz danach kommt. Und die letzte ist eigentlich eine Wiederholung, wo von jedem Thema, das vorher war, nochmal irgendeine kurze Frage kommt, quasi so als unmittelbare Vorbereitung für die Prüfung, dass man das nochmal aufschreibt und sich quasi dann hinsetzt hier in einer Sitzung und das gemeinsam nochmal wiederholt. Von diese 3 normalen Hausübungen, die werden immer 2 Arbeitsaufträge haben. Die müssen Sie auch beide bearbeiten, bitte. Und müssen Sie dann abgeben, immer um 9 Uhr morgens vor der Lehrveranstaltung, damit wir noch eine Chance haben, dann zu gucken, ah, wer hat da eigentlich was gemacht, wie wäre es sinnvoll, dass die Leute in Gruppen zusammenarbeiten und so weiter. Und dann sollen Sie bitte, und dann das Portfolio, was dann nachher bewertet wird, also mit den Hausübungen sind wir irgendwann durch, mit den 3 regulären so im Mai. Und dann können Sie die überarbeiten, so bis Mitte, Ende Juni, dass Sie dann von 3 jeweils nur die Hälfte überarbeitet nochmal abgeben. Weil wir haben dann in der Sitzung darüber diskutiert, was ist gut an Ihrer Lösung, was ist schlecht, was haben eigentlich die anderen gemacht. Überarbeiten Sie das nochmal, geben das ab. So, wenn Sie dann einfach denselben Rotz nochmal angeben, der schon beim ersten Mal abgeben nichts war, dann kriegen Sie 0 Punkte. Wenn Sie so ein bisschen was machen oder das eh schon halb gepasst hat, dann kriegen Sie 0,5 Punkte. Und wenn Sie das wirklich vernünftig überarbeiten oder von Anfang an schon vernünftig bearbeitet hatten, kriegen Sie 1 Punkt. 3 so Dinger, also kann man maximal 3 Punkte erreichen. Und mindestens 1 Punkt müssen Sie erreichen, dann ist es 4.
die Übungsnote. Und je mehr Punkte, jetzt geht das dann immer so hoch. Mit jedem Punkt, den Sie mehr haben, geht das eine Note dann hoch bis zur 1. Das ist die Übungsleistung. Also ist ein bisschen anders als bei Didaktik der Geometrie letztes Mal, weil ich da schon gemerkt habe, dass das doch besser ist. Man bewertet das mit halben Punkten und sagt nicht nur 0, also nicht nur Daumen rauf und Daumen runter. Das ist eigentlich zu grob, er ermöglicht dann keine Differenzierung. Und ich werde auch da wahrscheinlich wieder halbe Noten geben. Also es kann sein, dass man da eine 1,5 hat statt eine 1. Dann geht das dann in die Gesamtnotenermittlung ein. Bestanden ausreichend ab 1 Punkt, haben wir schon gesagt. Bestanden ist dann insgesamt die Lehrveranstaltung, wenn die Gesamtleistung ausreichend oder besser ist, ist klar. Es sollte sowohl die Übungsleistung ausreichend sein, als auch die schriftliche Prüfung. Also beide Teile sollen bestanden werden, wobei ich Ihnen ein bisschen entgegenkomme, weil die Abschlussprüfung einen recht hohen Anteil Multiple Choice hat. Und das manchmal so verwirrt, ist das dann schon bestanden ab 45% der Punkte statt den irgendwie heiligen 50%. Es ist ja eh witzlos, meist ein bisschen schwerer oder leichter, dann ist zwischen 45% und 50% wenig Unterschied. Aber so 45%, das ist, glaube ich, ganz gut. Lehrmethodik, das machen wir mal etwas flotter. Das erzähle ich nämlich eh in einem so einem Video, was Sie sich schon angucken können. Also ein Viertel soll normalerweise ungefähr klassische Vorlesung sein. Heute ist es halt deutlich mehr. Da haben wir etwa die Hälfte klassische Vorlesung. Ein Viertel wird die Bearbeitung von integrierten Online-Lerneinheiten sein. Da wird es immer so ein Video geben. Eins gibt es auch schon, so zum Ausprobieren. Das kann man sich dann angucken. Und in der Regel wird es dann auch noch zusätzlichen Text geben. Auch wenn ich letztes Semester die Rückmeldung hatte, dass das mit den Texten nicht so gut ankommt, glaube ich doch, dass man die Leute vom ersten Semester dran gewöhnen sollte, Dinge auch mal wieder zu lesen. Weil das einfach noch mal was anderes ist, wenn man was liest, was von jemand anderem als den Leuten stammt, die die Lehrveranstaltung selber gemacht haben. So, und dann, also, ich sehe das auch irgendwie nicht ein. Sie haben ja auch alle irgendwie eine Matura gemacht. Da sollten Sie ja in der Regel in der Lage sein, zu lesen. Ja, das, also wäre für mich so ein wesentliches Ziel des Deutschunterrichts. Die Leute sind in der Regel willens und in der Lage, wie man so schön sagt, deutschsprachige Texte zu lesen. Mehr verleihe ich ja hier gar nicht. So, und die Hausübungen, ne, die gibt es dann eben auch noch, die zu machen sind. So 2/4 der Lehrveranstaltung oder halt die Hälfte, je nachdem, was Ihnen lieber ist, sind dann die Präsenzübungen. Also der Großteil der Zeit, die wir hier sind, soll eigentlich in kleinen Gruppen gearbeitet und dann immer diese Arbeitsergebnisse geredet werden. Das kann einerseits sein, so eine Nachbesprechung der Online-Lerneinheiten. Das kann aber auch mal sein, dass wir was vorbereiten oder vertiefen, was in diesen Vorlesungsteilen ist. Also das soll deutlich stärker variieren als letztes Semester in Didaktik der Geometrie. In Didaktik der Geometrie habe ich gar keine Vorlesungsteile live gemacht, sondern wir haben immer nur die Übungen vor Ort gemacht. Und diesmal ist das so ein bisschen anders, was auch daran liegt, dass das sonst zu lang wird. So, wie sehen diese Einheiten aus? Also da gibt es immer so ein Video. Ja, wenn Sie das Video angesehen haben, da werden dazwischen pöppen dann immer so Fragen Ihnen entgegen. Da müssen Sie irgendwas anklicken. Und wenn Sie wenigstens einen Punkt in so einem Video gemacht haben, merkt Moodle das und schaltet Ihnen dann einen Text frei, den Sie lesen können oder sollten. Und dann schaltet Ihnen Moodle auch so ein Forum frei, wo Sie sagen können, ah, das und das habe ich aber nicht verstanden, kann mir das mal einer erklären. Okay, und dann schreiben Sie halt die Hausübung, so gehört das zusammen. Dann würde ich Ihnen noch empfehlen, also meine Erfahrung ist, jeder von Ihnen hat eh hier so ein Smartphone oder irgendein anderes elektronisches Internetzugangsgerät da. Dann würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie so ein Smartphone oder sowas haben, dass Sie da die App Kahoot installieren, weil das werden wir öfter mal benutzen. Das hier die Leute aus Didaktik der Geometrie können Ihnen das erzählen, die da waren. Da macht man immer so kleine Quizfragen, zum Beispiel zu den Texten, die Sie da gelesen haben oder so. Und dann ist das immer so, hier sehen Sie ja jetzt ein Beispiel, das ist jetzt eine echte Frage dann aus der Lehrveranstaltung. Folgendes allgemeines Lernziel des Geometrieunterrichts wird heute nicht mehr explizit verfolgt. Dann stehen hier die 4 Dinger, die sind immer mit so einem Symbol kodiert. Und auf Ihrem Handy sehen Sie dann die Symbole und drücken dann drauf. Und wenn alle gedrückt haben, so dann kommt die richtige Antwort und Sie können sehen, wer als Erster und so weiter geantwortet hat. Und am Ende gibt es so ein Podium. So, aber da kann man auch anonym reingehen mit so Spitznamen. Das ist ganz witzig und das kann man eben auch benutzen, um mal so kurz Meinungsumfragen und sowas während der Lehrveranstaltung zu machen. Das funktioniert aber auch
Ja, genau. Und hier diese Adresse, die kann man aber auch einfach, wenn Sie so ein Notebook-Mensch sind, das einfach eintippen, dann kann man das auch ganz normal über den Rechner spielen. Also das ist vielleicht nicht blöd, wenn Sie das installieren. So, jetzt noch kurz, weil es da immer Streit gibt, ist ja auch vernünftig, dass es da Streit gibt. Was ist der Workload in dieser Lehrveranstaltung? Ich bin ja nicht der größte Fan von so betriebswirtschaftlichen Metaphern im Studium, aber schauen wir uns mal den Workload an, wenn man das so rechnen kann. Also irgendwo im Universitätsgesetz steht, dass ein ECTS, also ein European Credit Transfer System, genau, also einer dieser Punkte zählt 25 Zeitstunden. Also bei 4 ECTS, die die Lehrveranstaltung heißt, müssten Sie summa summarum 100 Stunden Zeit für diese Lehrveranstaltung aufwenden. Regulär hätten wir normalerweise 15 Termine in einem Semester mit je 135 Minuten, weil das eine 3-Stunden Lehrveranstaltung ist, haben wir also 33 Stunden und 45 Minuten, die Sie allein durch Sitzen von diesen 100 Stunden ableisten können. Ich meine, Zuhören ist schon auch nicht schlecht. Das habe ich jetzt so ein bisschen gekürzt, also da machen wir nur 12 Termine, das liegt an diesen ganzen Montagsfeiertagen, St. Josef, Ostern, Pfingsten, da fällt ja eigentlich ständig was aus. Und wir machen nur 120 Minuten, bleiben 24 Stunden, das heißt, mir bleiben 9 Stunden und 45 Minuten, die ich für diese Videos angebe. Und das ist jetzt fairer als letztes Semester. Letztes Semester habe ich das quasi so gerechnet, das Video ist 45 Minuten lang, Workload 45 Minuten. Das ist wirklich nicht fair. Also wenn so ein Video 30 bis 45 Minuten dauert, muss man schon rechnen, dass man sich da 90 Minuten ungefähr mit beschäftigt. Weil man drückt vielleicht doch mal Pause, spult mal zurück. Man muss diese Fragen beantworten. Und das ist jetzt aber sehr fair, weil Sie haben jetzt 4 so Videos im Semester, die maximal 45 Minuten lang sind. Und für jedes dieser Videos rechne ich Ihnen als Arbeitszeit inklusive der Pflichtlektüre 2 Stunden und 26 Minuten ein. Also können Sie locker 90 Minuten sich nur mit dem Video beschäftigen und haben dann immer noch fast eine Stunde für die Pflichtlektüre. Und die Pflichtlektüre hat immer so 8 bis 10 Textseiten. So, und dann bleiben aber noch 66 Stunden und 45 Minuten übrig, nur weil dann einige sagen, oh, das ist aber so viel, was man hier machen muss. Naja, aber Sie haben dann 66 Stunden und 15 Minuten Zeit. Jetzt habe ich schon wieder 45 Minuten gesagt, lustig. 66 Stunden und 15 Minuten, die Sie sich theoretisch mit Hausübungen und der Prüfungsvorbereitung beschäftigen. So, die meisten fangen ja 2 Tage vor der Prüfung an zu lernen. Also ziehen wir da mal 48 Stunden ab von den 66 Stunden und 15 Minuten. Also wenn Sie ohne Schlafen 2 Tage da sitzen, dann hätten Sie aber immer noch fast 20 Stunden für die Hausübung. Ja, und das reicht locker. Weil bei 4 Hausübungen, 20 Stunden, da können Sie an jeder Hausübung 5 Stunden sitzen. Trotzdem der Tipp, wenn diese Videos dann rauskommen und die Hausübungen kommen, man sieht in Moodle, wann die Leute sich das ansehen. Und ich sage mal so, die Hälfte der Leute hat das immer sehr früh sich angesehen in Didaktik der Geometrie und die andere Hälfte so haben das Video in der Regel angesehen, so irgendwann zwischen 8 und 10 Uhr abends am Sonntag vor dem Montag Lehrveranstaltung. Dann wird das zeitlich wirklich extrem eng, weil wenn Sie dann das Video gucken, danach noch den Text lesen und die Hausübung bearbeiten, dann sollten Sie eigentlich lieber nicht mehr schlafen, weil sonst wird das bis 9 Uhr morgens wirklich eng. Also mein Tipp, spätestens samstags vor der Lehrveranstaltung das Video ansehen, dann kommen Sie zeitlich auch nicht in größere Probleme. Aber sonntagsabends um 10 Uhr, das wird dann schon knapp, es sei denn, Sie schlafen halt nicht so viel. So, gut. Ich glaube, das war's. Ja, hier gibt es jetzt nur noch Quellenverweise, die stehen aber im Internet. Und jetzt dürfen Sie noch fragen. Ja. Ah ja, die Hausübungen, das wird so sein, die erste gibt es, ja, nächste Woche ist St. Josef, danach die Woche ist Ostern und dann haben wir wieder Lehrveranstaltungen und da kommt dann die erste Hausübung und das Video raus und ist dann eine Woche später abzugeben. Und dann läuft das so, dass ich stelle da so Vorlagen rein, in die man reinschreiben kann für Word oder LibreOffice, was Sie halt lieber benutzen. Da können Sie da reinschreiben und laden das dann wieder ins Moodle hoch. Ne, da gibt es im Moodle so eine Aufgabe, dass das hochgeladen wird, damit wir das dann morgens können eben reingucken, wer hat was gemacht, stellen das zusammen und so weiter. Gibt es hier wieder Texte?
Was? Ah ja, genau. Das war wahrscheinlich auch aber neue. Ja, wir haben das so gemacht, weil Sie ja dann so eine Art Peer-Review der Aufgaben machen, kriegen Sie irgendwann von mir so ein anonymes Kürzel zugesendet, also so KR17 oder sowas. Und dann schreiben Sie mal auf Ihre Hausübung KR17. Und wenn wir dann die Übung besprechen, dann könnte zum Beispiel jemand sagen, ah, KR17 hat da eine besonders schöne Lösung, aber KR17 wäre dann trotzdem noch nicht als Streber geoutet. Ja, also das ist ja auch wichtig, ne? Sozial sonst zu großen Problemen führen. Ja, also deswegen gibt es dann diese Kürzel, damit man so eine Art anonymes Ansehen hat. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Semesterwoche. Wir sehen uns dann nach Ostern. Essen Sie nicht zu viel Eier, ist nicht gut fürs Cholesterin.